Wenn die Nacht regnerisch war, verbargen sie sich im Sprechzimmer des Arztes, das zwischen Wagenschuppen und Pferdestall lag. Sie zündete eine Lampe an, die sie hinter den Büchern versteckt hatte. Rodolphe machte es sich bequem, als wäre er bei sich im Schloss. Der Anblick der Bibliothek, der Schreibtisch, ja das ganze Zimmer erregte seine Heiterkeit. Er konnte nicht umhin, über Charles allerlei spöttische Bemerkungen zu machen, die Emma in Verlegenheit brachten. Sie hätte sich seine Haltung ernster, manchmal sogar mit mehr Dramatik gewünscht. Wie einmal, als sie glaubte, Schritte auf dem Weg zu hören, die näher kamen. »Es kommt jemand«, sagte sie. Er blies die Lampe aus. »Hast du deine Pistolen?« »Wozu?« »Aber um dich zu verteidigen«, erwiderte Emma. »Meinst du gegen deinen Mann?« »Der arme Kerl.« Und Rodolphe beendete seinen Satz mit einer Geste, die auszudrücken schien, den erledige ich mit zwei Ohrfeigen. Sie war überwältigt von seiner Kühnheit, wiewohl sie darin auch Taktlosigkeit und naive Großmannssucht erkannte. Eigenschaften, die ihr missfielen. Er fand nicht mehr, so wie früher, sanfte Worte, die sie zum Weinen brachten. Und auch nicht die stürmischen Liebkosungen, die sie toll gemacht hatten. Langsam schien sich diese große Liebe zu verlieren, wie ein Fluss, der in seinem Bett versickert und von dem nur der schlammige Grund übrig bleibt. Sie wollte dies nicht wahrhaben, verdoppelte ihre Zärtlichkeit und Rodolphe verbarg seine Gleichgültigkeit von Monat zu Monat immer weniger. Dem Anschein nach war ihr Verhältnis jedoch ruhiger, da es ihm gelungen war, den Ehebruch ganz nach seinem Belieben zu gestalten. Und nach 6 Monaten, als der Frühling ins Land zog, lebten sie wie zwei Eheleute, die Glut häuslicher Liebe gemeinsam hüten. Es war die Zeit, in der Vater Rouault seine alljährliche Truthenne schickte. Das Geschenk kam stets mit einem Brief. Die Schriftzüge waren mit Herdasche gelöscht, denn ein wenig grauer Staub fiel aus dem Brief auf ihr Kleid, und es war ihr, als sähe sie ihren Vater, wie er sich bückte und die Feuerzange nahm. Wie lang war es her, dass sie nicht mehr neben ihm auf dem Schemel vor dem Kamin gesessen war und das Ende eines Stabes in den hell lodernden Flammen des knisternden Steckginsters ansenkte. Sie dachte zurück an die durchsonnten Sommerabende. Wie glücklich war sie in jener Zeit gewesen, wie frei, wie hoffnungsvoll, wie überreich an Illusionen. Nun blieben ihr keine mehr. Sie hatte sich verausgabt bei all den Abenteuern der Seele und den sich aufeinanderfolgenden Lebensformen, die der Jungmädchenzeit, der Ehe und der Liebe. Sie verlor sie langsam im Lauf ihres Lebens, wie ein Reisender, der in jeder Herberge seines Weges etwas von seinem Reichtum zurücklässt. Aber was machte sie bloß so unglücklich? Wo war die außergewöhnliche Katastrophe, die sie aufgerüttelt hatte? Rodolphe fand sie am Abend ernster als sonst. »Das wird vorübergehen«, dachte er. »Das ist eine Laune.« Emma empfand Reue. Sie fragte sich, warum sie Charles eigentlich verabscheue und ob es nicht besser gewesen wäre, wenn sie ihn hätte lieben können. Aber da ihn diese wiedererwachenden Gefühle nur mäßig beeindruckten, wandte sie sich mit neu entflammter Leidenschaft Rodolphe zu, und beider Groll schmolz wie Schnee in der Glut ihrer Umarmung. Oft, sogar mitten am Tag, schrieb sie ihm plötzlich, winkte Justin herbei, der rasch das Scheuertuch beiseite legte und nach La Huchette eilte. Rodolphe kam. Sie hatte ihm bloß sagen wollen, dass sie sich langweile, dass ihr Ehemann widerwärtig und ihr Dasein schrecklich sei. »Kann ich denn etwas dafür?« rief er eines Tages ungeduldig aus. »Ach, wenn du nur wolltest!« Sie saß am Boden zwischen seinen Knien mit aufgelöstem Haar und verlorenem Blick. »Was denn?« fragte Rodolphe. »Wir könnten anderswo leben. Irgendwo.« »Du bist verrückt«, sagte er lachend. »Wie sollte das möglich sein?« Sie kam wieder darauf zurück, und er tat so, als ob er nicht verstünde, und wechselte das Thema. Was Rodolphe nicht begriff, war diese ganze Aufregung um etwas so Einfaches wie die Liebe. Sie jedoch hatte ein Motiv, einen zusätzlichen Grund
für ihre Anhänglichkeit. Denn in dem Maße, wie sich ihre Abneigung gegen den Ehemann vertiefte, wuchs ihre Zärtlichkeit für Rodolphe. Für ihn schmückte sie sich und ihre Wohnung wie eine Kurtisane, die ihren Prinzen erwartet. Ohne Unterlass musste Félicité arbeiten und der kleine Justin sah ihr zu. Den Ellenbogen auf das Brett gestützt, auf dem sie bügelte, betrachtete er begierig all das Beiwerk, das eine Dame ausmacht. Unterröcke aus feinem Piqué, Tücher, Krägen, Beinkleider mit Schnürbünden, breit über den Hüften und nach unten zu enger werdend. »Wozu dient das?«, fragte der Junge, während er mit seiner Hand über die Krinoline und über die Häkchen und Ösen strich. »Du hast dergleichen wohl noch nie gesehen«, antwortete Félicité lachend, »als ob deine Herrin, Madame Homais, nicht auch solche Dinge tragen würde.« »Ach ja, Madame Homais«, und nachdenklich fügte er hinzu, »ist sie denn auch eine Dame?« »So wie Madame.« Auch Monsieur Lheureux, der Kaufmann, fand Gelegenheiten, Madame Bovary des Öfteren zu besuchen. Er plauderte mit ihr über neue Lieferungen aus Paris, über tausend Dinge, die das Herz einer Dame erfreuen, zeigte sich stets gefällig und verlangte nie Geld. Emma erlag dieser Versuchung, sich jede ihrer Kapricen erfüllen zu können. Einmal wollte sie Rodolphe eine besonders schöne Reitgerte schenken, die in einem Schirmgeschäft in Rouen zu haben war. Eine Woche später legte Monsieur Lheureux sie ihr auf den Tisch. Aber am folgenden Tag erschien er mit der Rechnung. Emma war in arger Verlegenheit. Alle Schubladen von ihrem Schreibtisch waren leer. Sie schuldete der Dienstmagd den Lohn für ein halbes Jahr. Hinzu kam noch eine Menge anderer Verpflichtungen. Eine Weile gelang es ihr, Lheureux hinzuhalten. Dann verlor er die Geduld. Auch er sei von Gläubigern verfolgt, habe kein Bargeld mehr, und wenn er jetzt nicht welches bekäme, sei er gezwungen, die Ware, die er ihr gebracht hatte, wieder zurückzunehmen. »Na gut, dann nehmen Sie sie«, sagte Emma. »Oh, das war nur ein Scherz«, antwortete er. »Bloß um die Reitgerte tut es mir leid. In der Tat, ich werde diese von Ihrem Herrn Gemahl zurückverlangen.« »Nein, nein«, warf sie ein. »Aha, jetzt hab ich dich«, dachte Lheureux. Seiner Sache sicher verabschiedete er sich mit dem im eigenen leisen Zischen und sagte immer wieder, »Gut, gut, wir werden schon sehen, wir werden schon sehen.« Außer der Reitgerte mit vergoldetem Silberknauf hatte Rodolphe ein Siegel von ihr erhalten mit der Inschrift »Amor nel cor«, ferner eine Schärpe, die er als Halstuch gebrauchen konnte. Doch diese Geschenke empfand er als Demütigung und lehnte einiges davon ab. Sie bestand darauf und Rodolphe gab schließlich nach, fand sie jedoch herrschsüchtig und zudringlich. Zudem hatte sie sonderbare Einfälle. »Wenn es Mitternacht schlägt, musst du an mich denken«, sagte sie. Und wenn er ihr gestand, es vergessen zu haben, machte sie ihm große Vorwürfe, die stets mit derselben Frage endeten, »Liebst du mich?« »Oh ja, ich liebe dich«, antwortete er. »Sehr?« »Natürlich.« »Und du hast vor mir nie eine andere geliebt? Sag es mir.« »Glaubst du denn, ich hätte meine Unschuld bei dir verloren?«, rief er lachend aus. Emma weinte, und er bemühte sich, sie zu trösten, indem er seine Proteste mit Wortspielen verzierte. »Oh, ich liebe dich eben«, sagte sie. »Ich liebe dich so sehr, dass ich nicht mehr ohne dich leben kann. Verstehst du das?« Solche Worte waren ihm schon so oft gesagt worden, dass er sie nicht mehr originell fand. Emma glich all den anderen Geliebten. Und allmählich glitt der Zauber des Neuen wie ein Kleidungsstück von ihr ab, nichts übrig lassend als die ewige Monotonie der Leidenschaften mit den stets gleichen Formen und den gleichen Ausdrücken. Dieser so erfahrene Mann erkannte nicht die Verschiedenartigkeit der Gefühle hinter der Gleichartigkeit der Worte. Weil unsere Sprache wie ein gesprungener Kochkessel ist, auf dem wir Melodien klopfen, die Bären zum Tanzen bringen, wenn wir Sterne rühren wollen. Die Wesensart von Madame Bovary erfuhr allein durch die Gewohnheiten ihres Liebeslebens eine Veränderung. Ihre Blicke wurden kühner, ihre Rede freier. Nie zuvor war sie schöner gewesen als zu dieser Zeit.
Sie besaß jene undefinierbare Schönheit, die der Freude, der Begeisterung, dem Erfolg entspringt und die nichts weiter ist als die Übereinstimmung des Wesens eines Menschen mit seinen Lebensumständen. Charles fand sie entzückend und unwiderstehlich, so wie in den ersten Tagen ihrer Ehe.